Wieder zurück zu Pokémon Schwert. Ich finde das cool. So, wo waren wir denn das letzte Mal? Ist jetzt ein Tag her, seit ich gespielt habe. Aber uns fällt das schon wieder ein. Ich hoffe, ich klinge nicht erkältet. Soll dann doch wahrscheinlich eher stören. Ah, das ist ein Diktri, oder? Ja. Wir wollen ja wieder zurück in die Stadt und dann dementsprechend die Kampfarena machen zu können. Da ist der Verrückte. Die Dicta-Statuen. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich, wie es wohl erst ist, die antike Stätte mit eigenen Augen zu sehen. Das weiß niemand. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben ihre Übungen durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Für sein Training in die Berge zu kommen, was für ein disziplinierter Schwarzgurt. Hey, ich habe so viele von den Dingern, ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Oh, Vogelfossilien. Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit durch die Lüfte flog, wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Ich verrate dir mal was Tolles über Fossilien. Auf Route 6 hält sich eine Professorin auf, die Fossilien wieder in Pokémon zurückverwandelt. Wenn du unter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du die Naturzone durchforsten oder die Buddy-Brüder dort um Hilfe bitten. Frag dich, ist das jetzt Aerodactyl oder gibt es hier nochmal neue Fossil-Pokémon? Könnte aber natürlich auch ein Flapdrick sein. Das interessiert mich jetzt, also gehen wir nochmal zurück. Und dann dementsprechend, wir fahren zurück. Um zu gucken, was wir aus diesem Fossil bekommen. Ah, hier ist ja auch nochmal eine Leiter. Über die sind wir ja. Glaube ich mal am schnellsten bei der Professorin. Imolga. Ich glaube, Imolga heißt das Pokémon. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien. Ich habe aber zwei Fossilien. Hey. Miese Brise. Na, komm. Runter. Dun, dun. Marakamba. Oh, Imolga. Na gut, dann fangen wir es auch. Iguana. Stimmt, Imolga war ja dieses Elektro-Flughörnchen. Hoppala. Aber es wird dann zur Elesaat. Das ist so richtig. Ja, Trockenheit. Oh, okay. Keine Ahnung, was das macht. Das hat ihm auf jeden Fall Schaden zugefügt. Und damit ist es jetzt in dem Bereich, dass wir es gut fangen können. Ja, perfekt. Experience. Es breitet die Hautlampen an seinen Kopf aus, um mithilfe des Sonnenlichts Strom zu erzeugen und mächtige Elektroattacken einzusetzen. Oh, warte. Steinknochen, jawohl. Noch mehr Geld. Ich mag die Musik sehr. Und dieses Spiel finde ich super. Die Wandmalerei in der antiken Stätte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang zunutze. Die antike Stätte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran liegt das wohl? Kamba, Kamba!
Willkommen, Interesse an unserer neuen einzigartigen Waren. Heute habe ich was ganz Besonderes im Angebot. Einen Düsterumhang. Willst du für 3000 zuschlagen? Na, brauche ich noch nicht. Nein. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis auf. Heute suche ich eine Triebperle und werde dafür 27.500 zahlen. Bitte? Danke. Nice. Komm doch morgen nochmal vorbei, dann hast du vielleicht wieder was für mich. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Spielt ruhig mit Bronzong. Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Ich hätte gedacht, das Weiße hier vorne ist wie ein Mund, so drei Zähne. Und so eine Angela Merkel-Falte nach oben. Ja. Ich will Bronzong als Hut tragen. Verdammt. Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Na, hier geht's nochmal runter. Oh, dick da. Was haben wir denn hier oben? Einen weiteren Weg nach oben. Hast du schon viele Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht eines gegen meinen Primova tauschen? Maracamba haben wir nicht gefangen, aber Primova, das war doch... Ja, also... Oh, Metallmatte, nice. Giftschock! Auch eine gute Attacke. Entschuldigung, wenn ich hin und wieder etwas gähne. Ich versuche es leise zu tun und nicht allzu oft. Es ist Sonntag, 7 Uhr und ich habe eigentlich nur ganz kurz geschlafen, aber irgendwie bin ich von alleine wach geworden. Und ich dachte mir, ach komm, dann kannst du weiter aufnehmen. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Jetzt rühre ich links, jetzt rühre ich rechts. Ich passe auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Hey, Juri! Wegen eben nochmal, ich will wirklich nicht, dass Dans Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt, aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wär's, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Ja klar. Du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's! Brauchst du nicht irgendwann mal ein Erfolgsgefühl, anstatt dauernd auf die Fresse zu bekommen? Orgel! Aber das könnte ein Urzeit-Pokémon sein, ne? Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Oge ist cool. Flügger, das wird wehtun. Ja, das geht eigentlich. Ich würde sogar noch einen Flügger überleben. Brauche ich aber nicht. Ich hole die Siege. Level 31. Kickalo. Ja, dann nehmen wir natürlich meinen Flaglion. Oh, der ist 2 Level über mir. Aquabelle. Klar versucht jeder eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn er eine Chance hat. Ja, ist okay. Ah, schade, Cap, wenn er wird nicht genug Schaden machen.
Na, ist egal. Ich bin am überlegen, ob ich, wenn ich das Spiel durch habe, einfach nochmal eine Nuzlocke-Challenge-Staffel mache. schon 32. Sehr schön. Salanga. Soll wahrscheinlich Pokémon sein, das normal denn hier in der Gras zu finden ist, ha? Vielleicht sollte ich dann... Könnte Typ Gift sein. Was nehmen wir denn? Ja, wir bleiben einfach bei Flagleon. Könnte ja Typ Boden sein. Deshalb... Vom Design her einfach. Ah, guck mal. Ja, er hat eine Menge Pokémon, muss man sagen. Gift. Ich habe leider kein Psycho und kein Bogen-Pokémon. Also nicht von den Attacken her. Ja, bleiben wir erstmal wieder hier. Auf zu gewinnen wird jetzt schwierig. Egal, Augen zu und durch. Oh, das scheint eine echt miese Verteidigung zu haben, glaube ich. Belektro ist Level 33. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon oder Attacken auswählen. Da hat das kommt die Chance, die Fall bei vielen meisten Fällen echt schneller. Und das ist mal kein Feuergamer, was ein Pokémon eingesetzt. Mach Fortschritte. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamausstellung geändert. Aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren, noch viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Ich finde es cool, dass er sein Team jetzt so wirklich umgestellt hat. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion vom Passback. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ja, ich warte mal wieder, bis du nicht zu sehen bist. Ich schlaf da mal. Dann wollen wir uns mal heilen. Supertrank. Nahezu gar nichts hingekriegt hier. Kaum Pokémon Schaden bekommen. Fairbelly und Passback. Hey, ich bin's, Baduin! Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Ein Schwerball. Hier bitte sehr. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es. Es ist ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, was? Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Ein neuer Challenger. Ja, so sieht's aus. Oh, den kenne ich aus dem Fernsehen. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Du bist den ganzen Weg bis nach Passback gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Hallo Challenger, willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, und zwar sofort. Alles klar, dann geh am besten gleich in die Umkleide und zieh dir deine Uniform an. Danach kannst du direkt zum Raum weiter, in dem die Arena-Mission abgehalten wird. Mm-hmm.
Hau rein, Nummer 505. Das sieht wieder nach lebensgefährlichen Sachen. Oh, bitte, das sieht aus wie Pinball. Muss ich mich hochboxen lassen? Ach, runter. Das ist cool. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Perspic ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch die Tasse rechts herum. Rotierst du den Control-Stick nach links, schlägt auch die Tasse diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du den Dreh bestimmt bald raus. Das klingt cool. Aber wir wollen natürlich in der Kampfarena nicht innen vorne. Ich sortiere schon mal vor, weil das sind die beiden Pokémon, die wir kämpfen wollen. Einfach weil Kampf hier keine Effektivität hat und weil wir mit Kranowitz hier einfach natürlich die Effektivität auf unserer Seite haben. Ist der nicht total schwindelig? Kannst du so überhaupt kämpfen? Das werde ich dir zeigen. Mein guter Freund Daniel. Velosi. Lücker. Costoso. Oh, das ist schon eine gute Hausnummer von einem Pokémon. Ich habe aber das Gefühl, wir werden dann wohl beim Arena-Leiter so auf Level 35 stoßen, ne? Bodycheck. Oh, das wird Damage machen. Oh ja. Eine Menge Damage. Aber ist egal, weil dann können wir es mit Pflücker jetzt finishen. Inferno Pot und Waggon, Level 33. Ein Träumchen. Dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindelig geworden ist. Da heilen wir direkt wieder. Moment, was? Hui. Ah, die wollen, dass ich das benutze. Ich dachte, ich weiche dem aus. Und ja, gerade so noch. Tudu. Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Wir in einem Vergnügungspark, oder? Das ist cool. Ich würde nur gerne wissen, was halt die Geisterarena in einer anderen Edition macht. Oder was man da machen muss. Porenta! Also der hat hier eine deutlich größere Lauchstange. Und sieht viel ernster aus, als man das kennt. Aber weil es hier schon Kampf ist. Ah, okay. Der Skalaporenta ist so schon Kampf. Was für ein toller Kampfstil. Man spürt, dass du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Dann hat die Lauchzelot.
bin mir relativ sicher. Ah, wir waren da. Hui. Nee, wir wollen dann so. Ah, okay, wir müssen nach links. Wir müssen nach links. Damit er uns dann hier hochschlagen kann. Das ist cool. Unsere Aufgabe ist es, alle unvorsichtigen Arena-Challenger zu besiegen. Wow. Kurz nachgucken, ob ihr hier auch alles richtig macht. Ja, gut, Spielmikrofon 2. Alles klar. Flücker! Froh Trevor. Und Nocturna ist auch noch? Keradax Level 32, Kranapis Level 33. Hast du Capoeira auch? Nein, hast du nicht. Ja, Stahlattacke. Ist okay. Patronenhieb war doch Stahl, oder? Ich glaube schon. Ah, nochmal Patronenhieb. Könnte auch eine normale die Kampf. Ich meine Patrone, ich hatte Stahl. Ah, ich kann mich auch gerade vertun. Also das ist halt. Obwohl, wenn es Kampf wäre, dann wäre es nicht effektiv. Also ja, Stahl. Flecklion Level 33. Danke, dass du mich an meine eigene Zeit als Arena-Challenger erinnert hast. So, damit haben wir das geschafft. Fragt sich jetzt, wollen wir mit Kranowitz auch liegen oder mit Inferno-Pot? Ja, komm. Ziel erreicht. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Zaida. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Capoeira tanzt zur Musik. Oh, Level 34. Oh, das war's. Das ist eine Attacke, mit der ich nicht gerechnet habe. Elektro-Level. Oh, Knirscher ist gut. Nein, definitiv nicht. Aber wenn es deine Max sind, würde ich sagen, so viel Schaden wie möglich austeilen.
Das ist bei mir jetzt auch schon die Giga Dynamax-Variante. Nein. Ah. Leider nicht. Ich hätte gedacht, dass es den One-Hittet. Ja, kannst du ruhig machen. Und gerade dadurch, dass ich damit gerechnet habe, dass ich ihn One-Hitte, habe ich jetzt schon den Dynamax gemacht. Stimmt ja, dass dadurch des Kampfes ist ja meine Käferattacke nicht mehr sehr effektiv. Hm. Das habe ich kurz ausgeblendet. Das sieht einfach cool aus. Oh, das ist jetzt ätzend. Ah, deine Attacken gehen auch durch. Wenigstens zum Teil. Und jetzt haben wir am Ende nochmal meine Feuerattacken verstärkt. Volltreffer. Nice. Ah, komm. Lancelot ist besiegt. Waggon Level 34. Oh, mach um mal. Okay. Bleib standhaft. Wir geben gemeinsam unser Bestes. 36. Ich muss hoffen, dass ich es verbrenne eigentlich. Dann schlagen wir ihm alles kaputt. Ich zolle deine Stärke Respekt, Giga Dynamax. Das sieht echt cool aus. Sieht aus, als ob ich sowas hart von hart auf die Fresse bekommen werde. Hm. Mir wäre jetzt eine Verbrennung echt lieb gewesen. Flammenrad. Das ist gut, kämpft im Fernepott. So, da wir jetzt so schön schnell sind. Ja, habe ich mit gerechnet. Aber hey. Damit ist jetzt Machomai in der Giga-Dynamax-Form erstmal ausgeschöpft. Dann können wir hier mit Aquavelle nochmal gut Schaden machen. Abschlag, ach, mein Item weg. Au. Das ist nicht gut. Nitro-Ladung.
Da wird jetzt ein Trank kommen wahrscheinlich. Ah, doch nicht. Jawohl. Kirata ist Level 33. Grimasse kannst du sonst wohin schieben. Ich könnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Oh! Nice! Waggon entwickelt sich. Okay, das sieht cool aus. Das sieht verdammt cool aus. Monte Carlo. Meter groß. Na, wenigstens hat er was hier. Meist ist es friedfertig, aber wenn Menschen eine Mine zugrunde richten, sieht es rot und verbrennt sie mit 1500 Grad heißen Flammen. Alter, steht hier gerade, dass das Pokémon Menschen röstet? Finde ich cool. Teerschuss. Das klingt interessant. Damit übergießt das Ziel mit klebrigem Teer und senkt so dessen Initiative. Dadurch wird schwach und schwach gegenüber Feuerattacken. Ha! Ja. Spezialangriff ist okay. Verteidigung ist super. Angriff ist okay. Hm. Ich weiß gar nicht, was ich hier wegmachen soll. Ha! Ja, komm. Hier. Teerschuss. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich... Ach, verdammt. Aber genauso wichtig ist es, wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist da. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 40 einfangen. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Psyduck, Yuri. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Eine unserer Uniformen bekommst du auch noch oben drauf. Den Kampfhorn hast du dir redlich verdient. Nur weiter so, Yuri. Danke, danke. Wolfall! Aha, ich glaube, mein Woldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Perspec, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen, nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanschluss gegeben hast. Würde mich deine Meinung dazu interessieren. Bom. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kommst du einfach von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Woldi. Das hat eine Init von 26, also, puh. Base Init. Ich würde nicht mit schnell kommen. Oh, meine Pokémon sind immer geheilt nach dem Arena-Kampf. Jetzt, wo ich mal nachgucke. Gut zu wissen. Was war das denn? Da kam ein total lauter Knall von der antiken Stätte. Ist es etwa ein Überraschungsevent für die Touristen in der Stadt? Moment. Wichtig. Was passiert da oben? Was war denn das? Ist bei der antiken Stätte irgendwas passiert? Da war plötzlich so ein lauter Knall. Die Leute haben sich ganz schön erschreckt. Dich habe ich doch schon mal gesehen. Bist du ein Arena-Challenger oder so? Ja. Nur den Knall. Reiß alles ein. Hör erst
Nee, reiß alles ein. Hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Raya. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patina Raya. Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihre Wunschsterne suchen zu dürfen. Nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und dem Präsidenten, ist das klar? Mythodos. Perfekt, um Geradax nochmal auf das Levelniveau zu holen. Es war nur noch ein Level-Differenz, genauso wie bei Kranowitz. Ja, kannst dich gerne gegen die Spezialangriffe schützen, aber das hilft dir nicht gegen Nachtdieb. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Primano. Nachti. Oh. Hui. Ja, super Trank, das hilft aber nicht. Du hältst dich never ever voll. Verdammt. Ist egal. Weil ich schneller bin. Zack. Level 35 Monte Carlo, Level 34 Kranowitz. Boah, Bohrschnabel. Nice. Ah, wir machen das. Würdest du eine Feenattacke drauf haben? Weil ich würde mich jetzt gerne heilen. Ja. Aber keine starke Feenattacke, von daher passt das. Dann wieder mit Nachthieb. Level 34 für mein Flegleon. Hypno-Morba. Ich muss einfach gewinnen. Ich muss einfach gewinnen. Für Liga-Präsent Rosé. Und schneller ist es ein Level unter mir. Ich glaube, es sollte mordet werden. Oder auch nicht. Felsgrab. Hm, meine Insel senken, ha? Huh? Die ist aktuell auch mit ein größtes Problem. Aber das interessiert mich nicht. Jawohl, 34, 35 und 35. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, den die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem. Arena-Challenger Bettis. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Patinaraya vom Präsident Rosé geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren.
Was kümmern Sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben Sie etwa, dass Sie dem Präsidenten mit Ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Bettis, das reicht. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich bin disqualifiziert? Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und Sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste davon ein? Du hast ihn gehört, Bettis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Ah, das sind ja auch Sanja und Yuri. Was für ein Schlammmasse, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Bettis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Bettis keine Familie habe. Als Rosé ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Bettis alles für ihn zu tun. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Das sieht einfach nur aus wie ein kleines Kind, das Blumen auf eine Wand gemalt hat. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuenanzeige nicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galars am meisten? Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es 2 Helden gab. Die Frage ist bloß, warum in Knospi-Inn dann nur eine einzige Heldenstatue steht? Es gibt wohl doch eine Fusion, ha? Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild eins so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stammt für eines der Pokémon und das Schild für das andere. Mit der Zeit könnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und der Schild waren eigentlich 2 Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt hat, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Arena Challenge widmest, sollten dir die hier helfen. Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Die junge Frau, die Nachforschung zur antiken Stätte anstellt, wie hieß sie noch gleich? Sanja, genau. Ist sie etwa Professor Magnolikas Enkelin? Was? Es gab mehr als einen Helden? Und Pokémon waren auch dabei?
Also ich fand ja das Kunstwerk vorher besser. Ja, natürlich, weil es ein Kind gemalt hat. Wie sehen meine Pokémon aus? Ah, fast voll. Außer Gyarados. Gyarados hat gut gekämpft. Ja, komm. Kostet ja nichts. Um nach Fairbelly zu kommen, musst du den Würschheimwald durchqueren. Falls du noch nie da warst, hier ein kleiner Tipp. Schau dir die Pilze im Wald sehr genau an. Der Würschheimwald. Wie cool. Bam on! Das sieht cool aus. Ich habe Angst, dass ich es besiege. Oh, das war knapp. Ich werde, glaube ich, mal offscreen dann ein paar Trainingsphasen machen mit den anderen Pokémon. Weil ich möchte ja potenziell, obwohl eigentlich wollen wir das Team so beibehalten, oder? Ist ja eigentlich gut ausgewogen. Wow, das war ein super Wurf. Hab ich gemerkt. Es wird kräftiger, indem es die von unzufriedenen Menschen und Pokémon ausgestoßene negative Energie einatmet. Das ist eine komische Fee. Mit dem Batman-Symbol auf der Nase. Ha? Was haben wir denn hier für Pokémon im Gras? Oh, sehr wohl. Sehr wohl, mein Herr. Sehr wohl. Oh, Crit. Sogar perfekt, so dass ich sogar einen Ball werfen kann. Sogar. Oh, schade. Ui, das ist eine Menge Damage. Du bleibst aber jetzt einfach drinnen. Da muss ich nicht wechseln. Du bist doof. Du bleibst jetzt drinnen. Weil du lieb bist. Hey, Komplimente sind schon mal verlockend. Ich weiß nicht, ob es halt hier nur Feen-Pokémon gibt, weil dann hat Gyarados keine Chance. Oder ob es halt ein Psycho-Pokémon ist. Wenn es Psycho rein Psycho ist, dann kann ich mit Gyarados hier gut Zeit rausholen. Komm schon. Ach Mann. Du siehst echt schön aus, sehr wohl. Du würdest vieles besser machen. Komplimente. Es sind Komplimente. Mit den Hörnern auf seinen Kopf erfasst es die Gefühle seines Gegenübers. Männchen kümmern sich wie Bedienstete um ihren Trainer. Geil. Kostenloses Diener. Also kostenlos nicht, das hat mir immerhin
Hat mich immerhin einige Bälle gekostet. Na, guck mal da links. Ich mag es, die Pilze zu machen. Ha? Du musst gerade selber nicht, ob es angreifen soll oder nicht. Ach, boah, Schnabel ist eine coole Attacke. Ob es auch Trainer gibt? Aktuell sieht es ja hier nur nach. Ah, okay. Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Nein, überhaupt nicht. Altern. Hokumil. Ein schwebendes Gelee-Pokémon. Boah, Schnabel ist so stark. Dun, dun, dun. Fatalité. Oh, das ist... Ah, Fatalité. Lamelux. Lamelux. Ah, können wir auch mit Glück herangehen. Na, oh, schade. Ich dachte, Glück erreicht. Ja, gut. Gesauger. Mehr Schaden, als ich gedacht habe. Na, vergiftet. Ätzend. Nicht so schön. So starke Pokémon-Trainer wie dich findet man selten als kostbare Pilze. Ah, hoppla. Ja, komm, machen wir direkt den Hyperheiler. Wie kommt man denn da hinten hin? Na gut, vielleicht über einen anderen Weg. Oh, mir fällt ein, ich habe in der Stadt ja auch was verpasst. Da war ja noch eine Leiter, ne? Moment, what? Was haben wir hier? Oh, Quatermack. Das hatte ich in Ultrasonne und Ultramo, in meiner Ultrasonne-Edition. Das fand ich cool. Aber weiß ich nicht, ob Pflücker nicht so stark ist. Nee, offensichtlich nicht. Gut. Grimasse. Da fangen wir das so direkt. So, ich will noch mal kurz in die Stadt zurück. Ich habe noch einen ganzen Weg übersehen. Komm schon. Nur weil du ein Level höher bist, musst du jetzt hier nicht aufmucken. Bleib im Ball. Bleib im Ball. Zählt es hier als finster? Ich würde sagen, ja. Juckt es. Pokémon aber nicht. Au. Oh, es hat sich selbst besiegt. Was eine Schweinerei.
Level 35. Hm, ich hätte so irgendwie erwartet, dass es sich mit 35 schon entwickelt. Hier wollen wir lang. Nochmal ganz kurz zurück. Ui. Oh, hier mal auch übersehen. Nein. Na doch, komm, ein Geradax wieder vorpacken. Obwohl, wir trainieren jetzt den Flaglion. Level 36 müsste sich entwickeln. Rissige Kanne. Ah, das ist dann für das Tee-Pokémon, was wir da gerade bei unseren... bei der Teetasse, was wir gerade bekämpft haben. Bei dem Koch. Und hier war nämlich noch eine Leiter. Burnham. Na komm. Ich will gucken. Oh, da haben wir schon die Weiterentwicklung. Pelzebub. Hat irgendwie Stil. Verwirrt. So. Wollen wir es dann auch direkt fangen? Ich glaube ja. Ich meine, wenn wir es jetzt schon hier so haben. Wunderbar. Pelzebub wurde gefangen. Level 35, Level 35 und Level 36. Oh, jetzt schon? Nice. Nanu, Flaglion entwickelt sich. Glückwunsch, dein Flaglion hat sich zu Inteleon entwickelt. Sehr schlank. Geheimagenten-Pokémon. Okay. Als Geheimagenten-Pokémon passt das aber dann. Zu seinen vielen Geheimtalenten gehört es, Wasser aus den Fingern zu schießen und mit der Membran am Rücken durch die Lüfte zu segeln. Präzisionsschuss. Oh. 80. Die Attacke richtet sich gegen das ausgewählte Ziel, unabhängig von Fähigkeiten oder Attacken, die Angriffe auf sich ziehen. Okay. Ja, kann man machen. Auch speziell. Dann kann ich dafür... Ich gehe mal davon aus, dass mein Pokémon dann auch relativ schnell sein wird, oder? Ich habe jetzt gerade nicht auf den Init-Wert geguckt. Und für Pelzebub auch. Es nutzt seine Taktik, bei der es sich niederwirft und vorgibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinem speerartigen Harz zu stoßen. Ganz schön hinterlistig für eine Fee. Nein, ich will es nicht ins Team. Was haben wir für einen Init-Wert? 107.
Oh, kann man mit leben, ne? Ja, komm. Flauschlingen. Irgendwie finde ich, dass es Stil hat. Wow, okay. Ups, tut mir leid, ich war dich eingefangen. Ja, das sieht doch gut aus, so ein Level her. Doppelkampf. Werde ich aber zur Sicherheit nochmal heilen, man weiß ja nie. Ich weiß, dass Geradax noch eine Entwicklung hat, deshalb will ich Geradax jetzt hier doch nochmal mit nach vorne schicken, damit es die meisten EP bekommt. Weil ich hätte jetzt so 36 geschätzt, so 35, also 35, 36 hätte ich so das Gefühl. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Ich habe den ersten Satz nicht gelesen, aber es klingt komisch. Wir sind mit einem von Galas Zügen hergekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Begegnung mit dir etwas ändern wird? Das Mutprobenpärchen Marco und Veronika fordern dich heraus. Winona und Kirlia. Wir müssen Kirlia auf jeden Fall zuerst töten. Besiegen. Deshalb werden wir damit auch erstmal Kirlia angreifen. Das macht echt gut Schaden. Aber Kirlia ist auch, na gut, Zwischenentwicklung, ne? Belektro erreicht Level 36. Eine Schaden, ja, beide, so, da dürfte aber nicht so viel machen. Ja, ist okay. Ja, und dann haben wir Winona jetzt auch schon besiegt. Inferno-Port erreicht Level 36. Mit einer Bahnfahrt lässt sich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Du bist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich hier eine Chance habe. Menge Kohle. Ah? Neues Pokémon? Nee, dich kennen wir schon. Und ich möchte hier leider Geradax nicht nach vorne schicken, einfach weil hier auch einige fehlende Pokémon sind und... Ich mag die Attacke. Putsch. Level 36. Zwei Hypertränke. Da oben gibt es nochmal eine TM. Oh, hier auch nochmal. Schnarcher. Manche der Pilze, die erwachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Ach, wirklich? Hat mir bisher nur eine Person gesagt. Du bist Nummer 2. Unnützes Wissen. Ja komm, machen wir eine Kehrtwende und dann Geradax rein. Schade. Genau das, womit ich angreife.
36. Na, nö, will ich nicht wechseln. Leider gesenkter Angriff, das heißt, besiegt wird es wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Kann halt nicht angreifen, ne? Psycho-Attacken, keinerlei Effekte. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das aber anders als die Pilze, werde ich eher finster. Bis finster. Präzisionsschuss. Ey, das tut weh. Hoppla. Nein, das wollte ich nicht. Mein Handy kurz Geräusche gemacht. Präzisionsschuss. Ich habe gerade kurz nachgeguckt, wann sich Geradax entwickelt. Level 35, aber bei Nacht. Und das scheint hier nicht als Nacht zu zählen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Hier dann lang, ja? Kehrtwende, sehr schön. Ich meine, es ist dunkel. Wieso funktioniert es hier nicht? Da ist der Ausgang. Haben wir hier noch was übersehen? Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Lamellux, 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 Lamellux. Paralysieren. Gut, dann können wir auch wieder umswitchen. Na, Flüger. Und dann können wir es ja versuchen zu fangen. Na doch. Ja. Oder? Aber es war's, wir besiegt. Du.
Musst du nur mal kurz nachgucken, ob ich irgendwas verpasse an Attacken, wenn Gyradax hier erst in der Nacht sich entwickelt.